Also heute wird ja vielen Initiativen irgendwie vorgeworfen, sogenannte Reichsbürger zu sein, gerade dann, wenn man eine neue Verfassung haben möchte. Wie grenzt ihr euch denn davon ab? Also es gibt echte Reichsbürger, die tatsächlich sagen, das Deutsche Reich, welches eigentlich lange bestanden hat, ich weiß nicht wie lange, aber dann durch die Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg, ich will mal sagen, zerstört wurde, existiert noch. Und das sind die Reichsbürger in dem Sinne, die wirklich sich da beheimatet fühlen. Das ist der voll echte Begriff dafür. Und dann gibt es Leute, die sagen, mit der heutigen Verfassung kommen wir eigentlich nicht mehr zurecht, wir brauchen eine neue Verfassung. Und eine neue Verfassung versuchen zu formulieren. Und diese Menschen kann man eigentlich nicht, die werden dann diskreditiert von den Machthabern, weil die Machthaber sagen, die wollen das Grundgesetz nicht haben, die sind verfassungsfeindlich und die werden dann mit in die Ecke der Reichsbürger gepasst. Das passt aber nicht ganz, weil die mit dem alten Reich eigentlich gar keine Verbindung haben, sondern nur sagen, hier in unserer Verfassung sind zum Beispiel die Rechte der Natur, die Rechte der Tiere und alles nicht richtig aufgefasst und da muss viel passieren. Dann die Rechte des Bürgers in der digitalen Welt. Also die Grundrechte, dass man vor Überwachung geschützt ist in der digitalen Welt, sind nicht ordentlich gewährleistet und so weiter und so fort. Und solche Dinge, das hat mit Reichsbürger nichts zu tun. Das ist eine eigene Kategorie, die wird nur durch die Presse so verfemt, ich will es mal so sagen. Und von der Seite der heutigen Machthaber, wenn man das so nennen möchte, werden sie dann als Verfassungsfeinde und als Reichsbürger diskreditiert. Und das könnte euch auch passieren. Das Problem ist, wir stehen im Grundgesetz, wir wollen das Grundgesetz zur Verfassung erheben. Was ein wichtiger Punkt ist im Rahmen der, ich will mal sagen, der Souveränität, der Erlangung der Souveränität. Wir wollen eine Neugeburt des Grundgesetzes, eine Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen. Man wird uns da schwer als Reichsbürger diskreditieren können. Man wird andere Diskreditierungsmöglichkeiten Außer man finden verdreht müssen. natürlich alles, was eigentlich gesagt wird und veröffentlicht. Ja, man hat ja heute dieses Element, dass man sagt, wer den Staat delegitimiert, der gehört schon zu den Verfassungsfeinden. Ich denke, das ist Unsinn. Also wer das Handeln der Regierung delegitimiert oder zeigt, dass das Handeln der Regierung nicht legitim ist, das ist früher Aufgabe der Presse gewesen, das ist Aufgabe aller Opposition, das ist der normale Weg in der Demokratie, dass man über das, was richtig ist, streitet. Und wer dann diskreditiert wird als Verfassungsfeind, dem wird gesagt, du bist Demokrat. Und das ist unglaublich verfassungsfeindlich. Also so in der Art. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Ich würde sagen, so ungefähr 95 bis 98% dessen, was in der Presse zurzeit politisch behauptet wird, ist völliger Unsinn.